Und einen wunderschönen guten Morgen und damit auch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Master Builders auf dem Mindplex.mc Servern. Und heute dürfen wir einen Toaster bauen. Das beißt sich aber ganz schön. Nämlich, heute habe ich eine Challenge am Start, habe ich mir mal so ausgedacht. Und zwar nenne ich die Challenge die Unge-Öko-Challenge. Und zwar ist es einfach so, dass wir möglichst alles grün bauen. Keine Ahnung, damit es 2016 ist und voll umweltfreundlich und so. Deswegen bauen wir den Toaster wahrscheinlich aus Holz und machen viel mit Laub und so. Keine Ahnung, das ist so der Plan dahinter. Dachte ich mir zumindest. Mal gucken, wie das rumkommt. Und ja, natürlich verwenden wir für den Toaster kein Metall, weil ansonsten... Ja, ein Toaster aus Metall ist so eine Geschichte, ne, wenn man Öko ist. wie machen wir das denn? Machen wir so einen kleinen Toaster? Ja, oder? Natürlich machen wir umweltfreundlichen Strom, ist ja klar. So, was könnte man denn außen drumherum machen? So, was könnte denn der Toaster bestehen? Vielleicht so aus grauer Wolle? Graue Wolle ist gut, oder? Ja, ich denke. So, 3 hoch sollte ja definitiv schicken. Wenn man dann außen noch so das Ganze ein bisschen weitermacht, sollte das definitiv gehen. Ja, oder? Und natürlich aus Holz, weil Öko und so. Richtig. Das könnte ein bisschen komisch werden in der Tat, aber naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie sich das ergibt. So, jetzt ziehen wir hier die Holzdinger hoch. Öko-Toaster. Vielleicht sollte ich das dann dran schreiben, Öko-Toaster. Damit die Leute nicht so böse bewerten. So, jetzt machen wir hier den da. Und jetzt kommen hier 2 süße kleine Toasts rein, bestehend aus dem Material und dem Material. Oder vielleicht aus Sand. Naja, mal gucken. So, wie könnten wir die Toasts denn schön bauen? Lass mich mal kurz überlegen. So und dann so. Und dann so. Wird gut. Habe ich so das Gefühl. Vielleicht auch nicht, aber... Naja, wer weiß das schon. Ja doch, das sieht toastbrotmäßig aus. Das können wir so lassen, definitiv. Jetzt brauchen wir das Ding natürlich nochmal auf der anderen Seite, aber... Naja, vielleicht machen wir das ja auch noch ein bisschen höher. Ich weiß zwar nicht, wie das dann aussieht, aber... Es geht tatsächlich. Das ist okay. Naja, mehr oder weniger. Wir probieren es einfach. Einen machen wir so hoch, den anderen machen wir niedriger. Okay? Ist das ein Deal? Ich denke, das klingt nach einem Deal. So, und jetzt kommt hier einer, der nicht ganz so groß ist, sondern nur so einen Block hoch. Und dann wird das schon irgendwie gehen. So, so. Das ist definitiv niedriger. Ein Block soll da schon höher sein. Gut, Johannes. Haben wir mal wieder gut hingekriegt, ha? Kann ich schon wieder kotzen. Es tut mir übrigens wieder mal schrecklich leid wegen dem Commentary, dass das nicht so super ist, aber was will man machen? So, ja, meine Güte, hier unten machen wir dann irgendwie so ein paar graue Blöcke hin, damit man da nicht durchgucken kann, weil das hasse ich, wenn man irgendwie da reingucken kann. Das mag ich nicht. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? 2 Minuten. Ah, das ist perfekt. So, jetzt können wir hier einen Stecker machen. Dazu nehmen wir uns Black Wool. Und machen dann da hinten einen Stecker dran. So, hier. Und da kommt jetzt ein Stecker dran. Wie wir den machen, weiß ich allerdings auch noch nicht. Vielleicht aus Quarz. Quarz klingt immer ganz gut. Quarz ist schön weiß. So, Moment. Wir müssen das hier eh eins höher setzen, weil ansonsten ist das Ding irgendwie unsymmetrisch. Keine Ahnung. Komisch halt, ne? So, das war der Stecker. Vielleicht so und dann, ja, lassen wir das so als Stecker gelten. Warte, was zum Fick ist das für ein Stecker? Naja, ist ein komischer Stecker. So, jetzt kommt hier überall noch so ein bisschen Laub dran, weil das der Öko-Toaster ist. Ja, richtig, ein Öko-Toaster. Und dann pflanzen wir vielleicht noch einen Sapling, einen Baum, weil Öko-Toaster. Vielleicht hier so wären noch ein paar Bäume ganz gut. Richtig, wir brauchen auch noch Bonemehl, weil hier ja nicht die Random Tick Speed hochgestellt ist. Ah, warum können die denn nicht mehr mit einem Dings wachsen? Ist ja fürchterlich. So. Wir brauchen ein Sein und da schreiben wir jetzt Öko-Toaster drauf. Öko. Ernsthaft? Öko-Toaster. Geht das? Okay, es klappt nicht. Wir haben auf jeden Fall einen Öko-Toaster. Mensch. Bisschen grünes Gras drumherum. Okay, das funktioniert nicht. Interessant.
Interessant, interessant. Warum auch immer das nicht funktioniert, aber es funktioniert nicht. So, wir haben einen Ökotoaster erschaffen. Mit grünem Strom. Mhm. Das ist so durch, aber naja. Naja, es ist die Öko-Challenge. Und es besteht nicht aus Metall oder so. Es ist alles schön umweltfreundlich. Hä? Interessanter Toaster, vor allen Dingen hier unten diese Kühlzellen. Das ist schon echt hübsch. So einen Toaster habe ich nicht daheim stehen. Das gibt tatsächlich von mir nur ein Mäh, weil... Ich weiß nicht. Habt ihr so einen Toaster daheim? Ich finde, der sieht komisch aus. Nicht gut. Ich sag mal nichts dazu. ich hab doch... Ja, doch. Build-Theme-Toaster. Oder bin ich jetzt total ballerballer und Toaster heißt nicht Toaster? Aber Toaster ist eigentlich ein Toaster, oder? Ich hoffe doch. Oder die Leute bauen einfach nur Scheiße. Mal gucken. Ich gehe in die Ecke, okay? Ich gehe mich schämen. Für sowas. Nee, ehrlich. Oh Mann. Das tut ja richtig weh. Habe ich gewotet? Gut, habe ich. Puh. Was haben wir denn hier? Endlich ein Toaster, der nach Toaster aussieht. Ah, okay, kriegst von mir ein Mehr, weil das andere auch nur ein Mehr war, aber. Es ist besser als eben das am Boden rumliegende Stück Kacke. Oh, was ist das? Leute, das ist kein Toaster. Och, Manno. Kommt jetzt meins? Aha. Energy. Green Energy. Wird das nicht mit Y geschrieben? Oh, oh, Leute, ein Toaster, der nach Toaster aussieht. Oh mein Gott. Amazing. Oh, oh, ich glaube, ich fall vom Stuhl. Oh, fuck. Das hat wirklich weh. Oh, okay. Aber Entschuldigung, ich war so amazed darüber, dass wir einen echten Toaster haben. Das ist ja unglaublich, meine Freunde. Es ist ja unglaublich, ein echter Toaster. Oh, noch ein echter Toaster mit nur einem Toast drin, aber ein echter Toaster. Oh, Leute, ich muss ein Netz okay geben, weil das, das Brot ist zwar extrem hässlich, aber, oh, okay. Who cares? Es ist besser als die anderen, die wirklich nur nach Scheiß aussahen und nicht mal einen Toast drin hatten. Aber immerhin gute Chancen, dass ich gewinne. Okay, das Brot guckt an der Seite so ein bisschen raus. Interessant, aber auch mit Stecker. Kriegt von mir tatsächlich auch nur ein It's okay, weil der Toast ziemlich scheiße aussieht. Sieht nach Pumpernickel aus und ich mag kein Pumpernickel. Pumpernickel stinkt, schmeckt nicht und es klebt zwischen den Zähnen. Kennt ihr das, wenn ihr Pumper... Oh, oh, der sieht richtig gut aus. Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich sogar hier ein Gut geben, aber ich habe Angst, dass ich da nicht mehr gewinne. Aber der sieht gut aus, der sieht nach Toast aus. Komm, es gibt ein Gut. Kennt ihr das, wenn ihr Pumpernickel esst? Falls ihr schon mal Pumpernickel gegessen habt, dann kennt ihr das. Wenn nicht, tut's nicht. Das quillt im Mund auf ungefähr das 4- oder 5-fache der Masse auf. Das ist voll faszinierend. Das Ding hat gewonnen. Ernsthaft, da hätte aber der andere eher noch gewonnen. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Kann man nichts machen. Hat mein Ökotoaster mit seinem grünen Strom nicht überzeugt. Dabei war es Energieeffizienz A++. Naja, Leute, wenn euch die Runde gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen dicken Daumen nach oben. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und wenn ihr neu dazugekommen seid, schaut auf meinem Kanal vorbei. Da freue ich mich noch mehr drüber. Das heißt natürlich nicht, dass ihr keinen Daumen nach oben da lassen sollt, wenn ihr neu dazugekommen seid. Aber ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. So, dann würde ich sagen, sehe ich euch bei der nächsten Folge wieder. Oder bei einem meiner Tutorials. Oder irgendwas anderem. Und dann würde ich sagen, ciao, haut da rein.